waren auch mal in Florenz auf dem Wettbewerb. Das war interessant und finanzielles Fiasko. Alle waren krank. Alle waren krank, ja. Kaputt. Das Flugzeug zurück konnte nicht starten wegen Nebel. Und dann wurde uns gesagt, wir können jetzt entweder warten bis morgen und dann kann es sein, dass das Flugzeug wieder nicht startet. Und wir hatten ein Konzert am nächsten Tag in Berlin. Und wir hatten ein Konzert am nächsten Tag in Berlin. Wir mussten zurück. Also haben wir uns in einen Reisebus gesetzt, sind nach Bologna mit dem Bus, dann einen Zug durch die Schweiz gedonnert nach Basel und dann hat meine ältere Schwester uns abgeholt in einem Fiat Uno. Mhm. Vier große Menschen mit Cello, viel Gepäck. Viel Gepäck für eine Woche und eine halbe Geige und dann von Basel nach Kreuznach. Nachts um drei angekommen, morgens um sechs aufgestanden, Auto abgeholt, das noch am anderen Flughafen geparkt war. Alle eingeladen, 7 Stunden nach Berlin fahren. Ankommen, einmal proben, die übrigens auch sehr interessant war. Diese Probe. Waren alle krank. Komplett alle mit Grippe und Husten und Schnupfen. Sowas verbindet.